So, bitteschön. Bitteschön, ja. Sind wir auf Sendung? Also ja. Den Ton sehe ich, aber ob wir ein Bild haben, sehe ich nicht. Ja. Du bist auf Sendung. Ich bin auf Sendung, ja. Ich grüße alle, die im Chat sind. Es hat etwas gehakelt hier. Das entsprechende Kabel wurde nicht gefunden. Jetzt arbeiten wir noch daran, dass der Rest funktioniert. Ich bin der Peter und viele haben mich schon mal gesehen. Ich bin jetzt seit über einem Jahr hier bei Jeet. Immer wieder in Abständen. Und wir waren uns noch nicht ganz einig, welches Thema wir heute machen wollen. Und ich habe auch nicht in einen Plan geschaut, was es denn werden soll heute. Und vielleicht gibt es Anregungen von euch. Grüße von Erik, der Buddha. Ah, hallo Erik, ich grüße dich. Wunderschönes Danke für euer Wiederdasein. Dinjal. Hallo Dinjal. Einhorn. Nein, das ist nicht Einhorn. Nicht Einhorn? Nijal ist nicht Einhorn? Gut. Entschuldigung, nehme ich zurück, aber ich grüße dich trotzdem, Nijal. Erik, lange nichts gehört von dir. Ich habe gehört, du willst am Wochenende kommen, aber vielleicht kannst du uns bei unserem Thema heute ein Stückchen auf die Sprünge helfen. Vielleicht liegt dir was auf der Seele, was du uns geben möchtest. Ich denke, hier sollte ein... Ja, Chat das lesen. Muss ich noch sparen. Warte mal. Ach, hier. Ja, wir haben bis jetzt Seminar gehabt. Quasi im Hintergrund. Ja, es ist noch Leben hier. Es sind noch 500 Leute hier, die müssen wir noch verabschieden. Und hier laufen halt große Seminare gerade. Wir wollen richtig groß starten in 2013. Kleine Sachen macht der Jeet jetzt nicht mehr. Deswegen hat er sich auch den halben Januar in wahrscheinlich Italien herumgetrieben. Genau, weiß ich das gar nicht. Ich habe das vorhin noch so mitbekommen, ein bisschen. Ja. Im Moment wird noch ein bisschen an der Technik hier gebastelt. Nee, mach mal was. Das mache ich schon. Doch, wir sind also. Wir haben wieder auch Stimmen aus dem Hintergrund, die hier ein wenig dazwischen tun wollen, aber nicht vor die Kamera wollen. Und. So richtig Pausenfüller möchte ich auch nicht sein, sondern ich hätte gerne auch so was Konkretes machen würden können. Also das, ja genau, das Gequassel im Hintergrund wird jetzt mal ein wenig in den Livestream gestellt. Ja, mal schauen. Okay, jetzt kannst du hier einfacher lesen. Hier. Was ist das Kühlwasserverlust? Herrlich. Ach ja, herrlich. Also, und das Kühlwasser, also nochmal für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin auch ein ganzheitlicher Kfz-Meister, so ernannt von meinen Kunden. Die Identität nehme ich dann gerne auch mal an, wenn ich jemandem damit dienen kann. Und es steht hier die Frage, was ist eigentlich Kühlwasserverlust? Und nochmal, Kühlwasserverlust, der Gummi ist, und, Gummi ist spröde und Wasser kocht über. Und die Wasserpumpe undicht. Also wenn ganz tief gesehen ist, wenn das Auto kocht, der Motor kocht und es tropft, etwas kocht in dir, was nicht von dir angeschaut wird. Und wenn du dann nicht aufpasst, fliegt dir dein Herz um die Ohren, nämlich der Motor. Motor ist auch gleich Herz. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber augenscheinlich hast du es schon gemerkt, was nicht in Ordnung ist. Aha.
Hallo Petra, wer immer du auch bist. Ja, meine liebe Petra, Auto und Technik, es war nur ein Impuls, weil wir noch kein Thema hatten für heute. Es war einfach noch kein Impuls da. Okay, Nijal, schön, dass es etwas war für dich. Ich glaube, es war noch für mehrere Ohren bestimmt. Ja, vielleicht gibt es noch ein was Tieferes. Also noch tiefer kann man eigentlich nicht gehen, aber es ist schon... Tiefer sinken oder tiefer gehen? Tiefer gehen in der Thematik, weil wenn das Herz angesprochen ist und kocht, ne, also ist schon... Also ein Thema ist schon heute gekommen. Gibt es was Neues? Kfz-Stunde. Ja, Auto ist auch nicht schlecht. Ja. Kfz-Stunde und Technik, ja. Und wenn ihr das gerne wollt, Kfz-Stunde und Technik, dann gebt Impulse und ich schaue, was ich euch geben kann auf eurem Weg, weil das Auto ist euer Spiegel. Und ich glaube, ich bin da kompetent, etwas zu sagen. Also bei Nijal ist die Wasserpumpe undicht. Ne? Hab ich schon abgehakt, ist schon, ach so, schon geklärt. Und macht das sich um die Hose oder wie? Nein. Es kocht in ihm und wenn er nicht aufpasst, fliegt ihm sein Herz um die Ohren. Aha, okay. Aha. Erik der Buddha, ich habe keins. Naja, vielleicht hast du noch keins. Kein Ferrari? Ja, genau. Eigentlich steht dir doch irgend so was 300 PS-mäßiges zu, wie ich schon mal gehört habe. Hallo Steffi. Ja, Petra, hast du ein Auto? Sicher. Wenn du sagst, was an deinem Auto dich unsicher macht, dann kann Petra was darüber sagen. Eoklor. Oh ja, wie war diese Erkenntnis so wertvoll, wie ich mich überkoche. Josef, guten Abend zusammen. Hallo Josef. Petra, nichts macht mich unsicher. Das Reifen montieren. Da gibt es Männer zu montieren. Ist auch okay. Montieren heißt draufsteigen, ne? Oh, gibt es Männer zu montieren. Jeder, wie er kann. Ciao. Also ein Thema, was heute gekommen ist, ich weiß nicht, ob das interessant ist. Ich warte auf einen Impuls, wenn nicht, mache ich nicht weiter. Das ganz Wichtige ist der Magnetismus, der veränderte Magnetismus, dass wir im Haus, in der Wohnung, am Arbeitsplatz, auf der Straße immer auf den richtigen Platz gehen. Manchmal, dass wir achten, wollen wir rechts gehen, wollen wir links gehen. Da, wo ich schlafe, ist es richtig zu fühlen, wo ich sitze, oder ist der Esstisch an der richtigen Stelle. Vielleicht kann auch Janette
hat heute zugemacht. Der ist schon im Bett. So, um den neuen Magnetismus und den eigenen Platz zu finden, auch wenn man spricht, wenn man läuft mit dem Partner. Wenn man sitzt, so wie hier, ne, sitze ich jetzt an dem richtigen Platz, so um mich einfach auch zu postieren und die geografische Stelle zu finden und eigentlich auch Norden, Süd, Est, West auch wahrnehmen, so wie zum Beispiel die Sufi, dann die Sufi eigentlich zur Erleuchtung eingesetzt haben, so in deren Meditationen. Das Drehen natürlich lässt den Magnetismus spüren, geht nicht anders, sonst fällt man in. Und auch die Gesänge, alles ist auf die Four Direction Meditation, vier Himmelsrichtungen und, und. Wenn euch das Thema interessiert, sonst, wenn ich keine Impulse jetzt bekomme, dann machen wir Quatsch. Einen gibt's noch. Also es möchte noch jemand wissen, was Marderbisse am Auto bedeuten. Immer wieder. Das heißt, durch die Marderbisse fällt ja das Auto aus, es fährt nicht mehr. Und wenn es nicht mehr fährt, frage ich dich, wo willst du nicht hin? Warum blockierst du dich gerade selber, wenn das permanent passiert? Da steckt auch Angst drin. Speziell dort steckt Angst drin. Vielleicht mal da in diese Richtung ein wenig drüber meditieren. Als kleinen Tipp, es gibt sowas wie Marder-Schutzrohre. Und dann können die fast nichts mehr kaputt machen. Aber es ist ein direkter Hinweis, wenn es oft passiert. Ja, beim nächsten dampfenden Auto weiß ich, das ist ein Herzensgefährte und wartet auf mich im Leben da draußen. Schön. Josef, aus welchem Grund am richtigen Platz? Alles ist doch ein Spiegel. Und jeder ist immer am richtigen Platz. Ah, Naila, ich hätte ein Thema, das aber sehr schwer ist. Und zwar Vergewaltigung. Tut mir leid für diese Schwere, die ich bringe. Nee, wir sind immer dankbar für die Themen. Wenn es etwas gibt, was jemand von uns berührt oder interessiert, gerne. Analia. Oh nein. Karaya, im Moment funktioniert Kühlung und Heizung nicht richtig. Ja, Kühlung und Heizung, wenn sie nicht richtig funktioniert.
Dein Selbst ist aus dem Gleichgewicht. Das ist das eine. Und das andere ist, augenscheinlich ist die Steuerung des Ganzen aus dem Gleichgewicht. Ich würde so ganz grob sagen, es fehlen noch vielleicht 1-2 Liter Wasser. Wo? In dem Fahrzeug, wo das Kühlung und Heizung nicht funktioniert. Im Kühlsystem. Im Kühlsystem. Das Gemeine daran ist, dass bei einem Verlust von 1 Liter Wasser kommt nicht sofort eine Fehlermeldung. Also bitte große Aufmerksamkeit, also auch auf den eigenen Energiehaushalt, der sehr schwankt. Also auch hier besteht wieder die Gefahr, dass das Herz auseinanderfliegt, also der Motor sich verabschiedet. Was auch dann sehr kostenintensiv sein kann. Aber es ist nur der Spiegel, es ist dein inneres Thema, was da nicht mehr im Gleichgewicht ist. Kareya. Stimmt, ich weiß genau gar nicht, wie man das nicht ausspricht. Kareya. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Heute Abend habe ich Herzschmerzen. Herzschmerzen, ja. Diese Herzschmerzen. Wo fehlt die Liebe zu dir selbst? Das schau dir ganz genau an. Wo bist du aus deiner Selbstliebe herausgefallen? Bitte. Sie hat geschrieben, vielen Dank. Ja, weil in der Wiederholung lese ich immer, in der Wiederholung ist der Chat nicht zu lesen, deswegen lese ich das immer. Okay, dann ich brauche noch einen Impuls, wo, wie, ob wir da jetzt da reingehen, Anaila, oder nicht. Ich hätte gerne vielleicht ein kleiner Anruf, was ich nicht laut machen werde.
um auch sicher zu gehen, dass das Thema jetzt wichtig ist. Ich möchte das einfach auch ein Impuls. Sonst gehen wir weiter mit Kraftfahrzeuge oder mit den eigenen Platz finden. Ja, für mich, ich brauche kurz, bevor ich reingehe, ich muss nur kurz die Stimme hören. Es wird nicht laut gestellt. Und die Telefonnummer blende ich jetzt gleich ein. Und ich bin 1-2 Minuten am Telefon. Ja, ich konnte gerade das Thema Vergewaltigung und Auto nur sehr schwer zusammenbringen. Weil Vergewaltigung ist doch etwas so sehr viel anderes. Und so schlimm dieses auch ist, was demjenigen passiert, so steht immer die Frage, wieso passiert das? Dazu kann ich eine Buchempfehlung geben, die heißt Nicht der Mörder ist schuld, sondern der Ermordete. Und beim Familienstellen habe ich immer wieder gesehen, dass wenn Mörder und Ermordete sich zusammen hingelegt haben, auf einer Ebene waren, dass sie dann wie ein Pärchen waren. Das heißt, aus der höheren Sicht war es abgesprochen. Es gehört unbedingt zusammen, weil beide da drin eine Lernaufgabe hatten. Ich habe auch ein bisschen ein Problem, dieses Thema rosarot anzustreichen, weil es ist ein ganz tiefes, tief sitzendes Thema, was die Menschen doch extrem berührt, aber leider auch von extrem starken Bewertungen heimgesucht ist. Wir alle sehen das Leben durch unsere Brille, aber wir merken es oft nicht. Die Augen können im Grunde gar nicht sehen. Es durchläuft alles unseren Filter. Und deswegen haben wir oft eine vorgefertigte Meinung zu einem Thema. Es entspricht nur nicht der Wahrheit. Es entspricht vielleicht so gerade meiner Wahrheit, aber die hat mit der Wahrheit im Außen oft nicht so viel zu tun. Weil die Wahrheit hinter der Wahrheit ist oft eine andere. Und die kann ein wenig Klarheit bringen. Weil die erste Wahrheit ist oft von unseren eigenen Überzeugungen und Emotionen getragen. Und wenn jemand spricht von Vergewaltigung und schweren Thema oder Schwere in diesem Thema, so ist hier schon die Bewertung drin. Das heißt, er hat schon seine Bewertung hineingebracht, der Josef, und hat erstmal ultimativ erklärt, ist schwer. Schwere. Ich kann nur dem Josef mitteilen, er möge sich versuchen, mal ganz zu öffnen. Mal versuchen, die Wahrheit hinter der Wahrheit zu finden. Um dadurch mehr Klarheit zu bekommen. So, Dankeschön, Analia. Bist du in was drin? Bist du in was drin? Nee. Okay, dann das Thema. Vielen Dank, Analia, dass du das Thema ansprichst. Und meine Einladung ist in die Wahrnehmung des Thema Vergewaltigung auch reinzugehen, weil du hast einen Impuls bekommen, das reinzuschreiben, auch weil, wenn es ein empfindliches Thema ist, obwohl wir irgendwie täglich ausgesetzt sind. Ne? Und
Aber natürlich, wenn es eine Person einen Impuls gibt, das hat ein bisschen mit der Person zu tun. Und es hat auch mit uns alle zu tun, weil es ein Thema ist, was in der Luft ist, weil gerade jetzt angesprochen worden ist. Meine Art zu schauen ist in erster Linie zu fühlen, Analia, was du geben kannst, was du schenken kannst und was du zurückhältst. Warum mache ich das so? Um ein Gleichgewicht herzustellen, dass wir nicht nur das Minus schauen, ich gehe gleich in das Plus, um das Minus dann einfach auch zu verstehen. Und das heißt, was deine Kompetenz ist, wo du viel zu geben hast, vielleicht zurückhältst. Und von daraus bekomme ich dann Impulse und Informationen über das Thema, was du jetzt angesprochen hast. Also ich nehme jetzt Wellen in dein System, dass du ein Mensch bist, der in ständige Erweiterungen brauchst. Dein System braucht ständige Erweiterung. Du kannst nicht jetzt fix in ein System bleiben, sondern du guckst sofort, wie kann sich das weiterentwickeln? Was kann ich Neues erfinden? Wie kann mein nächster Job aussehen? Oder wie kann ich mich im Job erweitern? Und das ist ein bisschen deine Lebensaufgabe, wo du eine starke Kompetenz hast. Ich weiß nicht, inwieweit dir das auch bewusst ist. Und diese, so wie Wellen im Wasser, diese ständige Erweiterung, wenn du es nicht lebst, dann ziehst du einfach auch Sachen an. Ich sehe gerade ein Bild, was vielleicht das entspricht. Oder habe ich was unterbrochen? Nein, es ist okay. Also, dieses Bild, wer hat das gemalt? Ingrid, zum Thema Macht. Das ist meine Macht. Ah, okay. Das heißt, darf ich das zeigen? Ja. Okay. Also, diese ständige Wellen, du brauchst ständig weiter Erweiterung. Und diese Pfeile, die hier sind, sind eigentlich die Macht? Na, ich kann was dazu sagen. Ja. Die Pfeile sind, also es ist ein individuelles Bild für mich, jemand, wo Jeet erkannt hat, dass es ihre Kompetenz ist, die Macht ganz klar zu erkennen und zu strukturieren. Und dieses Bild hat sie für mich gemalt. Und zwar, ja, einfach das Zentrierung und die Pfeile nur nach innen. Und zwar geht es dann hier darum, ich bin am meisten in der Macht, wenn ich empfangend bin. Wenn ich nicht meine Energie nach außen verströme, sondern wenn ich in meinem Zentrum bin und empfangend bin, dann bin ich in meiner Macht. Und dann gebe ich am meisten. So, das war für mich also eine Riesenerkenntnis. Okay. Ja. Gut, das ist ähnlich. Das Thema ist von Analia ist Vergewaltigung und wir schauen in ihr System und was da einfach auch geschieht. Ah, okay. Also, passt super, danke. Sehr schön erklärt, Sabine. Okay, jetzt, wenn ich in mein ganzes Leben eine bestimmte Aufgabe hat
und ich bremse das immer ein bisschen. Bei Sabine haben wir gesehen, was geschieht. Dann produzieren wir irgendetwas oder ein Thema kommt zu uns. Oder wir bekommen einen Schmerz oder gibt es in Beziehungsebene oder im Familiensystem gibt es dann eine Bremse. Und, aber jetzt das mit Vergewaltigung, ich glaube, dass das zwischen diese Wellen, diese konzentrische Kreise sich etwas eingeschlichen hat. Wo möchtest du hinaus? Ja, wo einfach diese, warum ist das gekommen? Warum ist das Thema gekommen? Weil es eine Unsicherheit in dem Thema. Und also man müsste vielleicht überhaupt erstmal erklären, welche Art Vergewaltigung man meint. Und Dieter hat es schon richtig angesprochen. Wir werden stündlich quasi vergewaltigt von dem, was draußen passiert. Man muss sich jetzt nur einmal, nur ganz kurz, so die neuesten EU-Pläne anschauen, was da passieren soll. Ich will da gar nicht so weit schweifen, weil da versuchen Leute, die keiner gewählt hat, Gesetze durchzukriegen, die nur irgendwelchen Konzernen dienen sollen und nicht dem Menschen. Und das geht runter bis aufs Kleinste. Wir werden über Fernsehsender und andere Dinge beschallt mit Wellen. Das ist auch eine extreme Vergewaltigung. Die nehmen wir teilweise gar nicht mehr wahr. Wir gucken nur am Ende auf eine Vergewaltigung, wo ein Mensch einen anderen Menschen vergewaltigt, und die permanente Vergewaltigung, die hier stattfindet, die nimmt man gar nicht richtig wahr, weil man, ich denke, gar nicht mehr das Bewusstsein hat, was hier wirklich in der Welt passiert. Ich kann nur jedem raten, mal auch innezuhalten und mal schauen, was passiert hier wirklich. Und es ist schon sehr erstaunlich, wie diese allgemeine Massenvergewaltigung, die hier läuft, so hingenommen wird. Und dass man wirklich nur auf die einzelnen Punkte guckt und diese Zeitungssachen, die laufen, diese Negativmeldung, diese Negativbeschallung ist auch eine Vergewaltigung. Und viele nehmen es hin. Also ich kenne kaum Menschen, die es. Ich sehe Unmengen Menschen mit einem Blatt und sie sehen diese schlimmen Nachrichten und sie nehmen sie noch für wahr und sie sind gar nicht wahr. Es ist alles manipuliert. Es dient alles einem viel höheren Zweck, der gar nicht erkannt wird. Und da ist schon die Vergewaltigung drin, die Jeet angesprochen hat, diese im täglichen Leben so stark ist. Okay, und jetzt als Dankbarkeit für Nalia, die sich getraut hat, das anzusprechen, eben natürlich nicht nur hier, sondern im Körperbereich, im Grunde genommen, jede Krankheit ist eine Selbstvergewaltigung. Auch das, ja. Also weil natürlich kann man sagen, okay, das ist okay, aber eine Körpervergewaltigung ist anders. Aber wir sind gewohnt, dass wir anstatt unsere Kraft zu leben, uns vergewaltigen und Schmerzen und Krankheiten produzieren. Gut, das einfach, um für mich die Dimension zu schauen. Aber jetzt auf eine gezielte Frage, eine gezielte Antwort. Vielleicht, Sabine, kannst du auch das mit wahrnehmen. Ich sehe einfach, was mit der Analia zu tun hat. In diese konzentrische Wellen, was sie ständige Ausweitung als Kompetenz hat, zwischen den Wellen oder zwischen den hat sich etwas eingeschlichen und ist etwas passiert. Ne? So wie ein Keil, das sich festsetzt und sie aufmerksam macht, dass sie ihre Wellen oft einfach auch stoppt. Diese ständige, so wie im Wasser, ne? So diese Wasserwellen ständig stoppt und nicht sich bewusst ist der immense Möglichkeiten der Erweiterung, was ihr einfach auch das beruflich, menschlich, körperlich, künstlerisch einfach auch bringen kann.
Das stoppt ja alles, aber bei euch geht's, ne? Ja, das geht, ja. Hier ist gerade gar nichts. Okay. Flash hat mich abgestürzt. Okay. Du bist nicht zu sehen, magst du? Ich habe den Anfang jetzt nicht mitgekriegt. Also es geht um Annalia, die das Thema reingebracht hat. Ja. Für sich persönlich. Ja, ja, okay. Ja. Also wenn ich... bevor ich das Individuelle sage, ist mir das ein Anliegen nochmal, weil ich da vor vielen Jahren schon, das war für mich auch eine Riesenerkenntnis. Und wir sind ja oft, gerade wenn es um Missbrauch und Vergewaltigung geht, sehr, wirklich sehr auf der einen Seite, dass wir das nicht verstehen können und sagen können, also da hört es irgendwie auf, dass ich irgendwie verantwortlich bin. Und irgendwie ist es, wurde mir das immer wieder gespiegelt und gesagt, dass das auch ein Teil meines Wirkens ist, da genauer hinzuschauen. Oder dass ich viele Menschen angezogen habe, die missbraucht worden sind. Und dann kam für mich vor vielen Jahren die Erkenntnis oder dieser Satz, da wo du dich missbraucht fühlst, ist das, was du brauchst, dich nicht traust und selber in irgendeiner Art und Weise missbrauchst, indem du nämlich was zurückhältst und in dem Moment dann anfällig bist oder offen bist für Angriff, für Missbrauch, für Vergewaltigung. Das klingt sehr hart und ich habe viele Beispiele dazu und es war immer genial. Und jetzt zu Annalia. Um ergänzend zu Jeetes zu sagen, also das, was ich wahrnehme, ist auch, es ist, du bist ein, also ich sehe dich wie so ein Wasserfall. Und ein Wasserfall ist auch, hat irgendwie zwar ein Beginn und ein Ende und dennoch irgendwie auch nicht, weil es immer wieder fließt und nicht aufhört. Und du kannst nicht irgendwie, also du kannst es nicht stoppen. Du hast es nicht unter Kontrolle. Und du hast das Gefühl, es ist dir manchmal zu viel. Und dann machst du irgendwas in dir, mit dir, wo du das, was Jeet auch schon wahrgenommen hat, was du stilllegst, will ich mal so sagen. Aber es ist nicht wirklich stillgelegt. Es ist nicht möglich, es stillzulegen, weil es einfach dein Wesen ausmacht, dein Naturell ist. Und du kannst es tatsächlich nicht stilllegen. Aber indem du das bewusst oder unbewusst, energetisch, wie auch immer, irgendwie versuchst, es irgendwie unter Kontrolle zu kriegen oder zumindest sanfter zu machen, was nicht möglich ist, da schaffst du ein Feld oder schaffst du, wo Angriff möglich ist, um dir aber letztendlich nur wieder dich daran erinnern, dass du ein rauschender Wasserfall bist und nicht zu bremsen bist und nicht aufzuhalten bist. So, also die Information kommt. Also es ist, boah, da wird mir richtig heiß. Ja, das heißt jetzt... Wenn wir jetzt, wir verschieben das Thema
auf deine unendliche Schöpferkraft, auf deine unendliche Fließkraft. Und um an das Thema ranzugehen, wenn wir das jetzt, das Plus, da wo du noch zögerst oder ab und zu stoppst, so richtig ins Fließen bringen, dass du es nie wieder stoppst und nie wieder aufhältst, das ist der beste Weg, um zum Thema Vergewaltigung zu gehen. Wenn wir Aufmerksamkeit darauf gehen, dann geben wir Aufmerksamkeit auf den Punkt, wo du stoppst und nicht auf den Punkt, wo du vergisst oder aufhörst zu fließen. Also die beste Heilungsmöglichkeit mit dem Thema ist fließen, fließen, überfließen. Sich dem Leben zuwenden in allem, was ist. Ja. Das ist die beste und die schnellste Heilung, weil dann verschwinden Schocks, verschwinden die Symptome, die geschehen ist, verschwindet die Aussendung, die man gemacht hat, dass man gerne sich stoppen würde, verschwindet den Schmerz, verschwinden die Gedanken. Also das ist der schnellere Weg, um mit diesem Thema für dich... Der Täter-Opfer-Kreislauf löst sich dann leichter auf. Ja. Sie schreibt auch, es ist ständig Veränderung und ich suche immer Stabilität. Genau das ist es. Im Wasserfall gibt es keine Stabilität. Ein Problem ist eine Stabilität. Ja, genau. Das ist das Problem. Ja. Und das Leben entfaltet sich, es steht nicht. Es entfaltet sich jeden Tag neu, jeden Tag neu. Der Baum fragt nicht, ob er noch ein Blatt sprießen soll. Er wächst einfach. Sich dem Fluss des Lebens hingeben. Schreibt die Petra auch, im Fluss bleiben, nicht anhalten und stoppen. Ich meine, es ist einfach, das zu sagen. Es ist einfach zu sagen, ja. Aber das ist die Hölle, wenn man nicht einen Anhaltspunkt findet. Ja, ist richtig. Lieber ein Problem schaffen, irgendetwas, wo man stehen bleibt, um ein bisschen zu schnaufen. Aber eben, in der Natur lernen wir, ein Fluss oder ein Blatt kann nicht sagen, so, ich mache jetzt Pause, bitte schafft mir ein Problem. Dann wird es ein gewaltiges Problem, wenn der Fluss gestoppt wird, wissen wir, was dann geschieht, dass sich alles staut. Also ich kenne das, wenn man einen Baum schneidet, der wächst dann noch doller. Extra. Also er hört nicht auf, der ist nicht beleidigt. Obwohl, ich habe auch schon von Bäumen gehört, oder Pflanzen gehört, die dann also wirklich eine Emotion hatten, die dann erstmal eine Weile gekümmert haben. Das gab es allerdings auch. Also auch das gibt es. Ne? Das sind auch halt Lebewesen. Und der eine ist dann sensibler und nicht so sensibel, das gibt es eben. Aber so ist das Leben. Vielfältig. Steffi fragt, Naila, meinst du mit Stabilität die Sicherheit? Und sie sagt ja. Ja. Ja, das ist, was wir alle wollen, was ich auch immer will. Ich will nicht immer so oft umziehen, ich will einfach mein absolutes... Ich will auch Sicherheit. Kriege ich auch nicht. Nix. Das ist die Sicherheit im ständigen Fluss. Ich hatte das richtig wie ein Beamter programmiert. Ich hatte Sicherheit bei Freiburg, Kirzarten. Ein 300 Quadratmeter großes Bungalow. Das war schon abbezahlt. Zur Sicherheit habe ich mir noch zwei Häuser gekauft, damit ich zu Hause Jahrzehnte mit 92 war ich schon pensioniert und hatte ich mir meine ganze Sicherheit aufgebaut. Und dann sagt Existence, raus damit, alles für ein Viertel verkaufen. Weniger als nimmst du noch Schulden mit, aber du gibst alles auf. Und ich weiß, was ich jetzt, wenn ich mit dieser Sicherheit gelebt hätte, was ich alles verpasst hätte. Also hätte ich die Sicherheit, 300 Quadratmeter Bungalow, voll luxuriös eingerichtet, zwei Mietshäuser zum Zusatzeinkommen plus die Rente plus. Wie würde es dir gehen?
Fühl mal rein. Ja, ich würde mich sehr alt fühlen, irgendwo. Irgendwelche Vereine. So ein richtiger Pascha, nehme ich wahr. So ein richtiger Pascha. Dickkopf, Vereine, Kunst ein bisschen ab und zu, die alte Sachen immer pflegen und würde ich sehr alt aussehen. Und dich auch so fühlen. Großer Bauch. In Respekt für alle, die einen Bauch haben. Mhm. Und. Könnte ich weitermachen. Und Sicherheit. Steffi schreibt, Sicherheit bekommst du, wenn du der Entfaltung deines Lebens vertraust. Mhm. Sehr schön, genau, Steffi. Steffi, und die Entfaltung deines Lebens bist du, Annalia. Was ist Sicherheit, fragt Josef. Herzbewusstsein für mich, Josef, das alles, was ist, schreibt Steffi. Anaila, Gefühl von festem Boden. Mhm. Peter, ja. Festen Stand zu haben. Steffi, Annalia, kannst du dich nur fühlen, so wie Sabine sagte, wenn du in deine Macht gehst. Ja, aber eben, das ist immer das Problem, das ist Ego. Ne? Das heißt, ein Fluss sagt, ich möchte mal festen Boden haben. Ne? Oder die Luft. Ne? So wie Herz sagt, ich möchte, ich bin neidisch auf die Augen. Ich sehe nichts hier drin. Ich möchte Auge sein. Das ist einer der größten Probleme. So, eine Pflanze kann festen Boden haben. Ne? Kann. Und bleibt auch, ne? Also einigermaßen. Ne? Aber ein Fluss, ein reißender Fluss, ein Wasserfall, so wie Sabine sagt, kann nicht den Wunsch haben, festen Boden zu haben. Du kannst höchstens mal gucken, fällt mir ein, aber pst, so... Ob hinter dem Wasserfall, manchmal gibt es ja so einen Mauersprung, ob es dahinter, manchmal zum Ausruhen, ob da gibt es auch so eine stille Stelle, wo dann so, weißt du, so dahinter so, ob da so eine Stelle gibt, wo es ein bisschen ruhiger, ab und zu mal nur mal zum Durchschnaufen. Aber dann verpasst sie zwei Kurven Wasserfall. Dann verpasst sie was. Ne? Zwei Sekunden hinter dieser Mauer sind zwei Sekunden Leben verpasst. Das geht ja nicht wirklich, weil sie ja der Wasserfall ist. Es ist ja nicht vor ihr ein Wasserfall, sondern sie selbst ist der Wasserfall. Mensch, toll. Wir sind Wasserfall mit dir und wir lernen von dir, Wasserfall zu machen, zu sein. Vielleicht lehrst du uns, Wasserfall zu sein und dann kriegst du mit, wie schön es ist. Und dann kannst du uns sagen, zum Beispiel uns drei, wer möchte, wo wir unser Wasserfall verhindern. In welche Situationen verändern wir unser Fließen? Zum Beispiel ich. Ja, würde ich auch gerne wissen. Josef schreibt, ein Fluss hat ein Fußbett. Flussbett, Entschuldigung. Ja, genau. Also, einen Boden zu haben, ein Fluss hat ein langes Boden. Stimmt, den ganzen Fluss. Und wenn er nicht eingemauert ist, verändert er es permanent. Permanent. Mhm. Eigentlich, nichts ist sicher, außer die Veränderung. Mhm. Ja. Das ist echt ein tolles Thema. Ja. Mhm. Aber es ist ein schönes Bild. Es war ein richtig schönes Bild. Mhm. Dieser Wasserfall. Also ja, wir wollen alle ein Wasserfall sein. Nee, es aber stimmt nicht. Sie ist der Wasserfall. Du bist kein Wasserfall. Ich spreche aber wie ein Wasserfall. Na, eben, wenn du glaubst, ab und zu stoppen zu müssen, dann unterrichte Wasserfall sein, weil für viele ist schon wichtig, Wasserfall zu sein. Also sie kann ja schon unterrichten, im Fluss zu sein. Und auch wenn wir hier und da doch... da uns wurzeln und da verankern oder. Jetzt ist gerade Stille. Vielleicht fühlt sie gerade. Hm? Steht's oder? Nee, es schreibt bloß jetzt gerade keine. Hm. Da kann ich vielleicht noch... Achso. Bitte. Du bist wichtiger.
Bitte. Ich erkenne die Macht an. Sonst gibt's Rache. Das ist dein Ding, das ist nicht mein Programm. Aha, das gibt's Antworten, das heißt, da ist was dran. Ne? Mhm. Ich dachte, ich mache das jetzt einfach auch so locker. Bitteschön. Klein, weil mir das Beispiel einfällt, was so prägnant ist zum Thema Missbrauch. Ich werde es nie vergessen. Und das ist so in Teneriffa, auf dieser Emotionsinsel, wo eh alles so doppelt und dreifach, zehnfach gefühlt wird. Da waren wir 50 Leute in dem Herzseminar eine Woche. Und ich war gerade dran, war mein Part, einen halben Tag oder einen Tag dieses Missbrauchthema zu bearbeiten. Und dann habe ich gefragt in dieser Runde, okay, wer möchte es jetzt am praktischen Beispiel wissen? Und stand ich in der Mitte und dann kam halt eine Frau auf mich zu, die sonst immer alles getippt hat und sehr im Hintergrund nie was gesagt hat, sich klein gemacht hat und sehr borschikos aussah, immer wie ein Mann, also eigentlich gar nicht, fast wie eine Frau. Und sagte, okay, ich möchte es wissen. Und jetzt will ich es richtig wissen. Ich bin sehr oft in meinem Leben missbraucht worden von einem Mann. Und was ist, wieso, was habe ich damit zu tun? Das kann doch alles nicht sein. Und dann habe ich ihr das, da war ich erstmal erschrocken und gesagt, okay. Und dann habe ich sie gespiegelt, indem ich ihre Energie getanzt habe. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich habe einfach mich eingelassen und habe sie getanzt, ihre Energie. Und dann kam eine absolute Wildkatze. Also so eine, ich bin da rum und habe geschrien und habe gefetzt und habe getobt und ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Das war einfach ihre Energie, die ich in dem Moment getanzt habe. Und die hat sich so erkannt gefühlt, die hat sich auf dem Boden, die ist gar nicht mehr, die hat geweint, die hat, ja. Also es ist ihr richtig klar geworden, sozusagen, das, was sie ist eigentlich, die ganze Zeit zurückhält und auf kleinen Mäuschen macht. Aber dennoch, die anderen spüren diese Energie dieser Wildkatze und sie versucht die ganze Zeit, spielt ein Mäuschen. Und die macht auf dem Vulkan einen Deckel. Ja, und das musste einfach unweigerlich geschehen, um sie daran zu erinnern, um ihre wahre Energie. Ne? Und als sie das erkannt hat, es war für alle wie so ein... Ja, es hat einfach noch ziemlich lang gearbeitet an ihr. Und als wir das nächste Mal kamen, ein Vierteljahr später, wieder auf die Insel... Viertel oder halbes Jahr später, dann kam eine Frau und ich dachte, wow, eine neue Teilnehmerin. Ich habe sie nicht erkannt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Die war auf einmal eine Frau. Also die hat sich wieder erlaubt, Frau zu sein. Also hat sich wieder geöffnet, hat wieder, also es hat mich so berührt. Die hat, ja, ganz andere Erscheinung, wie sie sich gekleidet hat, wie sie sich gegeben hat. Also sie hat sich... hat wie ihre Frau und ihre nach und nach ihre Wildkatze immer wieder mehr und mehr erlaubt. Und das war sehr, sehr schön zu sehen, ja. Mhm. Einfach ganz, ganz anderes Wesen, ja. Mhm. Ja. Ja, eben heißes Thema, ne? Aber eben eine Sache jetzt, ich hätte jetzt Missbrauch betrieben, wenn ich mich auf das Thema gestürzt hätte, ohne die Kehrseite zu sehen. Das Gleiche ist für mich, natürlich kennen wir beide, wir können schauen, was da zu heilen ist, aber ich würde immer damit anfangen, auf den Wille, die Situation nicht nochmal kommen zu lassen. Also der Wille zur Heilung ist der Wille der Ursachenbeseitigung des Problems. Und dann können wir dann pflegen, wir können heilen, wir können das, was in diese konzentrische Kreisen reingeschoben wurde, raustun und. Das können wir noch machen. Was ich sagen möchte, ist, dass das ganze Gesundheitssystem auf Missbrauch basiert ist, weil man sich nur den Minus wertschätzt und nur auf das Minus eingeht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und ich habe Schmerzen und der behandelt sie, ohne mir zu sagen,
wie ich sie produziert habe, dass das größter Missbrauch ist. Es sei denn, oder mir nicht den Hinweis gibt, wenn er mir sagt, Sie haben es selbst, sage, okay, gut, aber machen Sie es mir weg, ich habe keine Lust, mir jetzt das anzuschauen, dann ist okay. Deswegen ist das Gesundheitssystem da, zu reparieren und zu pflegen. Aber die Grundlage ist keine Wissenschaft, unser Gesundheitssystem ist alles nur Missbrauch, weil auf keine Weise ist gesetzlich verankert, dass wir das Recht haben auf eine Beratung und Ursacheforschung. Die Wissenschaft hat sich überhaupt nicht entwickelt. Und auch im Heilungsbereich. Alle sagen, ja, man heilt sich selbst, aber doch, man gibt Aufmerksamkeit immer sofort auf das Minus. Man möchte sofort die Ursachen des Minus. Man möchte das sofort wieder in Gleichgewicht. Und man stürzt sich auf das Minus drauf. Und für mich ist das alles Missbrauch. Also, sowohl im Heilerbereich wie im Gesundheitsbereich ist Missbrauch die Norm und die Nichtmissbrauch ist noch nicht als wissenschaftliche These überhaupt entwickelt. Aber eben, ich verspreche, dass wir da auch noch in das pflegerische und reparierende Bereich einfach auch gehen für Anna Hiller. Ich muss dazu sagen, meine Erfahrung ist aber auch, dass ganz viele Menschen einen Arzt aufsuchen und dem Arzt die volle Kompetenz über den Körper desjenigen geben. Die wollen die Verantwortung gar nicht haben. Der muss es haben. Und der Missbrauch ist auf beiden Seiten, weil der Patient benutzt den Arzt. Er missbraucht auch den Arzt. Das dürfen wir nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Absolut, ja, genau. Das ist klarzustellen, ja. Das heißt, die Haltung, mit der wir gehen, bitte missbrauche mich, ich möchte mir etwas nicht anschauen, sag mir nicht die Ursachen, wie das Ganze geboren ist, ja, klar. Und vielleicht noch eine kleine Sache, die ich auch in Erfahrung bringen durfte. Die Berufsgruppe mit der höchsten Selbstmordrate sind Ärzte. Echt? Das heißt, die können es nicht tragen. Die können diese Verantwortung über ihr Leben nicht tragen. Dabei wäre die gehen da dran kaputt. Dabei wäre kein Problem für die Ärzte zu sagen, für mich wäre das, würde ich, so wie man schreibt, es gibt Nebenwirkungen, so bei... Oh, ich glaube, das ist nicht für uns. Hallo, hier ist Sabine. Wir sind in der Sendung, weißt du noch? Ah, okay, warte, dann gehe ich raus. Okay. Okay. So, wie bei Arzneimitteln, Hinweis auf Risiken und Nebenwirkungen, würde ich einfach auch das als Kultur sagen, als Arzt, lieber Patient, ich repariere und manipuliere dich jetzt, aber ich muss dir die Information geben, dass du es selbst kreiert hast durch Nicht-Leben deine Talente oder Kompetenzen. Und dass es sich verschieben kann, wenn ich das jetzt hier wegmache, dass nur dein Wille, dein Leben, die Art, wie du mit dir und anderen umgehst, die Heilung, diese Sache, was ich jetzt manipulieren werde oder reparieren werde, also diese Hinweise zu geben, bedeutet für mich Wissenschaft und Professionalität. Aber Wissenschaft und Professionalität bedeutet auch, dass wenn der Klient sagt, oh ja, ich möchte schon wissen und das ändern, dass der Arzt oder so auch helfen kann, aber das kann er nicht, weil es gibt kaum Leute, die ausgebildet sind, dies zu tun. Wir haben 10 Jahre lang die Figur des Gesundheitsberaters entwickelt, der einfach nur wirklich auf beide hinweist und das würde ich gerne wieder unterrichten, damit Wissenschaft und Professionalität im Gesundheitswesen kommt. Was wir dabei nicht vergessen dürfen ist,
Der Arzt und der Patient treffen sich nicht zufällig. Sie haben beide miteinander zu tun. Hier gibt es keinen Täter und kein Opfer. Sie haben sich absichtlich gefunden, weil sie beide etwas zu lösen haben. Wir dürfen das nicht aus der Perspektive betrachten, ja, die bösen Ärzte oder die bösen Patienten oder die schlechten Patienten oder die Patienten, die übernommen werden. Sie haben immer etwas gemeinsam mit sich zu tun. Ja, ja, ja. Das ist ganz wichtig. Ja. So, Macht wir einem nicht geschenkt, Macht Missbrauch, Macht nichts. Petra, sie hat dann ihr Ich bin nicht gelebt. Anaila, ich habe ständig Halsschmerzen, das passt ja auch zu nicht leben. Ja, das ist ein guter Hinweis. Nicht? All diese Sachen, sage ich manchmal, ändern wir unser Wortschatz. Im Hals bekomme ich Impulse zum Leben. Das sind keine Schmerzen, das ist eine Erinnerung an etwas. So wie du gesagt hast, könnten wir gucken, was für ein Geschenk ich bekomme jetzt am Hals, welche Impulse mir das Leben schenkt. Wow, ich bin bereit. Ich habe es bestellt, kann ich mich einfach auch freuen. Ich freue mich, dass ich immer Halsschmerzen habe. Und jetzt bin ich so weit, dass ich das bereit bin, das anzunehmen und das zu entkodieren. Kann es sein, Petra, dass du vieles nicht aussprichst, Anaila, einfach damit Ruhe herrscht? Früher sehr wenig, jetzt habe ich es eigentlich gut gelernt. Okay. Gut. Ja, dieses Gleichgewicht ist für mich das Grundprinzip. Aber jetzt natürlich, wenn damit gearbeitet worden ist, dann können wir jetzt in Reparatur und Pflege gehen, als Wertschätzung für dich und Dankeschön, dass du uns, indem du dein Minus gezeigt hast, auch dein Plus gelehrt hast. Und dann würde ich jetzt dieser Pfeil, was bei dir reingesetzt wurde, so nach meinem Wortschatz, würde ich das jetzt dematerialisieren, was im Körper auch sich manifestiert in der Materie. Das möchte ich jetzt einfach auch tun. Ich werde natürlich nicht mit Chemie oder mit Instrumente, das geht auch anders. Manchmal ist notwendig, aber meistens nicht. So, dann wirke ich jetzt. Ja, du erlaubst, dass ich es raushole. Es ist zwischen den Rippen. Es ist nicht im Hals, es ist zwischen den Rippen. Du hilfst mir, dass es sich dematerialisiert, wenn du möchtest. So, es hat sich entspannt, aber die Entscheidung, dass es ganz weggeht, das liegt an dir. Das wirst du dann in innerer Konferenz dann noch zu Ende bringen, die Arbeit. Da ist eine Lernaufgabe drin. Aha. Da hängen ganz viele Gefühle dran, die nicht klar sind. Ah, deswegen das so noch zurückhalten. Sie hält es fest. Also habe ich gesehen. Ja, gib mir. Das heißt, im psychologischen oder psychoanalytischen Bereich wäre jetzt 18 Jahre Arbeit, um das zu bearbeiten, für nichts. Genau. Vielleicht so für 150.000 Euro oder so. Okay, diese Erkenntnis, so wie
Peter das gesagt hat, ist wichtig für dich. Das heißt, du steuerst das Weitere und gerne im Freundeskreis, so wie hier. Ich nenne alle Freunde, die jetzt da sind, mehr als Freunde. Es ist eine große Intimität hier. Kannst du gerne dich wieder melden oder können wir gerne weitere Schritte machen. Aber die Bewusstheit, dass dein Thema oder dieses Minus, dass du das noch brauchst, das gibt dir Erkenntnisse, es zu verändern oder es dir jetzt endlich zu holen, was du brauchst. Endlich diese Gefühle zu erkennen, die vielleicht auch jetzt im Hals, weil sich das Hals meldet. Ja, einfach erkennen, okay, es gibt noch was zu tun. Niemand kann mir was wegmachen, niemand kann mir etwas hinzugeben. Ich freue mich, ich nehme bewusst die Herausforderungen an, forsche meine Gefühlswelt, übernehme die Verantwortung für alles, was mit mir geschieht. Und vor allem, wow, ich habe diese große Wasserfallkraft. Wenn ich möchte, wann ich möchte, kann ich es einschalten. Und wenn nicht, kann ich es eigentlich ausschalten, so tun, wie wenn es ausgeschaltet wäre, und brauche mir aber keine Problem zu holen oder kein Leid zuzutun, denn ich kann das natürlich auch ausschalten, bremsen oder so tun, wie wenn es so wäre. Genau. Oh ja, immer viel zu tun, schreibt sie. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Das ist für mich die Lebensschule, die Mysterienschule, nennen wir es, wie wir es wollen, dass man einer den Kreis ein Minus schenkt und durch das Erkennen des Plus werden alle beschenkt und bildet sich, wow, eine neue Welle des Sympathie füreinander, des Mitgefühl, der Wärme und mehr, wie wenn wir jetzt mit Themen kommen, wie wir das oft machen. Aber für die, die noch wollen, wenn wir das jetzt abschließen können, Anaïla, ist es in Ordnung? Weil dann würde ich noch ein bisschen auf Fahrzeuge gehen. Gerne. Petra verabschiedet sich. Dankeschön. Ciao, ciao. Anaïla, danke, danke, danke. Ihr seid toll. Anaïla, wir sind toll. Genau. Du bist mit drin. Genau. Ihr seid toll ist auch ein Missbrauch. Und wo bist du? Ja, wir sind toll. Dankeschön. So, jetzt wer noch da ist und Fahrzeug hat und die Wehwehchen, der das Fahrzeug nennen kann. Ich gehe kurz in die Regie auch, dass ich stoppe und starte gleich wieder. Das mache ich schon. Kann das gerne tun. Ja, Peter ist Profi dafür. Und erzählt vielleicht ein bisschen. Und das sind große Erkenntnisse. Mir hat er sehr geholfen. Und mein Auto ist ruhig jetzt. Ne? Wir haben an meine Bremse gearbeitet, an andere Sachen auch. Es lohnt sich. Also, wer ein Auto hat oder sich ein Auto wünscht. Geht das auch mit Fahrrad? Also ich habe es auch mal in einem Seminar erlebt, dass eine Frau gesagt hat, ich habe gar kein Auto, ich habe gar keine Probleme. Und da habe ich mich in ihr System hineingefühlt und für mich kam nur noch, warum will sie sich nicht bewegen? Und dann kam jemand, der hatte ein Fahrrad und dem fiel immer die Kette ab beim Fahren. Mhm. Na? Und auch er hatte da drin ein Thema,
dass er eigentlich da, wo er hingefahren wäre, gar nicht hin wollte. Mhm. Er hat also sich selber immer wieder mit dieser Kette blockiert. Darf ich dich was fragen? Ja, klar. Mhm. Wollen wir mal so ein Beispiel? Ich fahre ja auch kein Auto, ich fahre ja Fahrrad. Und es war ein Gebrauchtfahrrad und es war von